Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein Video, wie aus einem Notkauf eine Überraschung wurde. Und zwar geht es um Haare, um geschädigtes, trockenes Haar. Die Ladies, die keine trockenen Haare haben und L'Oreal nicht mögen, können gleich wieder wegschalten. Ich habe hier zwei Produkte, die ich euch gerne vorstellen möchte und nicht vorenthalten möchte, weil ich sie durch Zufall entdeckt habe, ist ein Notkauf gewesen, weil wenn ihr mein letztes Aufgebraucht-Video geschaut habt, habt ihr mitbekommen, dass meine Haarwäsche alle war. Und dieses La Biostetik bekommt man eben nicht in der Drogerie. Da muss man immer in einen entsprechenden Friseurladen gehen, die diese Marke führen. Und bei DM ist man ja immer oder beim Rossmann. Und da ich ja nun wieder jetzt L'Oreal für mich entdeckt habe und L'Oreal schon mal vor 15 Jahren benutzt habe und eigentlich ganz happy damit war, dachte ich mir, okay, wenn das jetzt scheiße ist, dann, ich sag's mal so salopp, kannst es ja wegwerfen, kostet jeweils 2,59 €. Und zwar ist das aus der Reihe Oil Magique. L'Oreal, eine Limited Edition, Pflegeshampoo und Pflegespülung, Winter Edition, also für wintergeschädigtes Haar. Das heißt, im Winter ist die Kopfhaut besonders trocken, das Haar besonders spröde, Spliss, ne, die Spitzen liegen ja immer auf den Klamotten auf und das durch die Reibung haben wir den Spliss, die Haare fliegen. Und dieses Oil Magique hat mich ja nun schon begeistert, das ist ja nun fast alle, das seht ihr ja, dieses Elixier hier für die Spitzen, was ich eigentlich immer regelmäßig benutze, ins trockene Haar oder auch ins feuchte Haar einknete. Dachte ich mir, naja, also so verkehrt kann das ja nicht sein, schlimmstenfalls, wie gesagt, ab in die Tonne. Gut, ich habe das jetzt 3 Tage probiert und ich bin hingerissen. Ich bin total fasziniert von diesem Shampoo und von dieser Pflegespülung. Es gibt auch noch jetzt, das habe ich auch noch mitgenommen, für 95 Cent, das ist so ein Pflegeelixier, also eine richtige Packung, die man ins feuchte Haar eingibt und 2 bis 3 Minuten drauf lässt, einwirken lässt und wieder ausspült. Also ich habe mich auf diese 2 Produkte, Shampoo und Pflegespülung, erstmal eingelassen. Und man braucht ganz wenig. Es ist total ergiebig. Empfohlen wird, oder ich empfehle immer, also nicht mit zu heißem Wasser die Haare zu waschen, sondern lauwarm. Weil sonst quillt das Haar so auf. Und am besten, wenn ihr jetzt mutig seid, das Haar dann nochmal mit kaltem Wasser abspülen, dass sich diese Schuppenschicht wieder schließen kann. Also, Amlaöl kommt aus dem Indischen, aus dem Ayurvedischen und vereint alle Wirkstoffe der indischen Stachelbeere. Also nicht der heimischen Stachelbeere, der indischen Stachelbeere. Und ist eben sehr gut. Gibt es auch einzeln zu kaufen für die Kopfhaut, generell Haarwachstum und auch für Spliss. Und dieses wertvolle Amlaöl wurde jetzt von L'Oreal in dem Oil Magique Winterpflege Shampoo. Ja, also wurde integriert und ja, also ungefähr so viel braucht ihr, um das schön aufzuschäumen, abzuspülen, danach die Pflegespülung auch so 1 bis 2 Minuten unter der Dusche einwirken lassen und wie gesagt mit lauwarmem Wasser wieder abspülen. Ich habe mir das angewöhnt, meine Haare nicht mehr zu rubbeln, auch nicht mehr zu föhnen. Ich drücke die so aus, mache mir so ein Handtuchturban und renne damit erstmal 10 Minuten rum und dann mache ich diesen Turban ab und kämme mir die Haare auch nicht im feuchten Zustand, weil das ist alles so Reibung und Reizung und das möchte ich meinem sehr feinen Haar nicht antun. Man hat schon bei der Haarwäsche das Gefühl, dass das nicht austrocknet. Also ihr kennt ja diese Bilder, wenn wir uns Werbung anschauen, wenn so ein Film über das Haar gleitet, ne? Also wie das Haar so umhüllt wird. Und genau dieses Gefühl hatte ich beim Haarewaschen, schon beim Haarewaschen. Ich hatte gar nicht unbedingt das Bedürfnis, diese Pflegespülung noch aufzugeben, aber ich habe es natürlich gemacht und ich war begeistert. 3 Tage getestet, Luft getrocknet, ich habe nur mal die Spitzen jetzt so ein bisschen rumgeföhnt, ganz leicht mit einem lauwarmen Föhn. Habe noch nicht mal das benutzt. Und die Haare fliegen auch nicht, ich bin begeistert. Und genau diese Begeisterung, die wollte ich jetzt mit euch teilen. Ihr wisst, ich habe davon nichts, ich krieg's nicht so geschickt. Ich möchte euch einfach nur so an meiner Freude teilhaben lassen, dass also wirklich aus einem Notkauf ein Überraschungskauf wurde. So, jetzt noch was. Und zwar, ich zeige nochmal diese Tattoo Brows.
von Maybelline. Ich hatte ja auf Instagram am Freitag gefragt, ob ihr Interesse habt an so einem Video. Das gibt es schon seit einem Jahr. Ich habe es nach einem Jahr jetzt gesehen erst, weil ich nicht so verrückt bin mit den Augenbrauen. Ich zeichne mir die ein bisschen nach und Ende Gelände oder färbe mir die. Also ich habe das mitgenommen und hatte auf Instagram gefragt, habt ihr Interesse daran? 11% haben gesagt, nee, und die anderen wollten ja. Und ich habe mich entschieden, ich mache kein Video dazu, weil das Produkt mich nicht überzeugt hat. Kostet 11,45 Euro. Ich habe auch noch hier den Rest drauf. Ist ein bisschen rötlich, kommt das daher. Farbe ist Light Brown. Man hat also so einen sehr schönen, na, so eine Patrone. Dann ist da so was Gelartiges, so eine Flüssigkeit da drin. Die gibt man sich, dann malt man sich also auf die Haut, also in Form der Augenbraue auf, also sehr präzise. Minimum Einwirkungszeit 20 Minuten, man kann es auch 20 Stunden drauf lassen, dann ist das Ergebnis wohl noch intensiver. Ich hatte es eine halbe Stunde drauf und dann nimmt man das Ganze, zieht man einfach so ab und hat dann so ein, ist im Prinzip wie ein Haar, also wenn man die Haare, also diese Augenbrauenhärchen färben würde. Also muss man nicht haben. Was noch schön ist, ist so ein Stift, der das, also, wo man sich die Partie hier unterhalb der Braue mit aufhellen kann, um dieses jugendliche Auge zu bekommen. Ihr wisst ja, alles, was hier unten drunter aufgehellt ist, das, ne, tritt nach vorne und das wirkt dann so frisch. Also ich mache kein Video dazu. Ich werde das Produkt wohl aufbrauchen. Ich habe es ja jetzt angefangen, aber begeistert bin ich nicht. Und da ich nicht begeistert bin, gibt es auch kein Video dazu. Aber die Ladies, die mir auf Instagram folgen, die fragen sich jetzt vielleicht, okay, die fragt danach und wir sagen, ja, nun macht sie gar kein Video. Gut, also es gibt kein Video dazu, weil muss nicht sein, ne? Ihr Süßen, was gibt's denn noch? Was wollte ich noch sagen? Ihr habt mir in die Kommentare fleißig geschrieben, dass ihr Massagevideo wollt oder Hautpflege generell. Also Massagevideos, ich meine, ich massiere dann mein Gesicht nicht anders. Ich habe schon Gesichtsmassagevideos ins Netz gestellt und Hautpflege jetzt im Winter. Gut, kann ich gerne ein Video machen, aber ich sage euch eins, das wird nicht spektakulär. Ich bin ja auf Minimalismus und bin auf L'Oreal umgestiegen und bin wirklich happy damit. Ich vertrage es gut. Ich habe das Gefühl, ich tue meiner Haut was Gutes. Und wenn ihr das gerne sehen möchtet, sagt er, ja, okay, würden wir gerne sehen, Hautpflege-Video im Winter, jetzt zu der kälteren Jahreszeit. Und wenn nicht, dann nicht. Ist ja, oder ich mache es einfach. Ach, schreibt es mir einfach. Ihr schreibt mir sowieso immer so süß. Und nochmals vielen lieben Dank für immer wieder diese vielen, vielen Kommentare. Bitte seid mir nicht böse, wenn ich manchmal unter diese Kochvideos zum Beispiel nur ein Herzchen gebe. Ich habe oft nicht die Zeit, jetzt jedes Kommentar zu beantworten. Aber allerdings, wenn ihr mir Fragen stellt und schon, also eigentlich beantworte ich ja jedes Kommentar, aber oder jeden Kommentar. Aber beim Kochvideo wollte ich jetzt nicht schreiben, ja toll, und hat es dir geschmeckt? Es hat euch bestimmt geschmeckt, diejenigen, die es nachgekocht haben. Also bitte nicht böse sein, ja? Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. So, für diejenigen, die neu auf meinem Kanal sind, ich freue mich, herzlich willkommen, dass ihr hierher gefunden habt. Ihr könnt kostenlos meinen Kanal abonnieren, könnt auch die Glocke aktivieren. Ihr könnt auch gerne meine Videos teilen in den sozialen Netzwerken, dass dieser Best Ager-Kanal einfach auch besser gefunden wird. Es gibt nur so eine Handvoll Ladies, die auf Deutsch Best Ager-Kanäle betreiben und das ist doch schön, wenn wir uns hier so gegenseitig ein bisschen unterstützen und uns ein bisschen weiterhelfen, dass man in diesem ganzen YouTube-Algorithmus auch gefunden wird. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch und zu eurer Haut und auch zu euren Haaren. Und bis bald. Tschüss.